Er wird heute im Fokus stehen. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir sind live bei einer Partie in der EFL Championship. Könnte ein Riesenspiel werden. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Der ist in Torlaune, das kann man nicht anders sagen. Trifft in der Liga, wie er will. Bekommt auch immer wieder seine Chancen. Dir, und das ist entscheidend, dann auch wirklich im Stile eines Torjägers, eines Weltklasse-Mannes nutzt. Vorchecking. Das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. So geht Watford in diese heutige Partie. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also 2 Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Unglaublich, was hier wieder los ist, Buschi. Das ist so beeindruckend, Wolf. Die Leute strömen ins Stadion und das ist ja nicht nur hier so, das ist überall auf der Welt so. Der Fußball erlebt einen Wahnsinnsboom. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und da ist der Ball wieder weg. Da verlieren sie den Ball. Da sind Mitspieler frei. James. Er holt sich den Ball. Ganz stark abgeblockt. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Aramazina. Ken Sema. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Was macht er draus? Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Den Ball kann er abfangen. Dine. Klasse Pass. Cleverly. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Cleverley führt den Eckball aus. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor.
kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie verlieren den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Den spielt er in den Lauf. Ken Sema. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Zwei-Null steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Den Ball holt er sich, hat da genau gewusst, was er vorhat. Er hat den Ball, gutes Tackling. Tolles Zuspiel. Wichtig, dass er sich den Ball holt. James. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, da müssen sie aufpassen. Gut den Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Er zieht ab. Ein klasse Schuss. Da hat er ein bisschen Pech. Der geht knapp vorbei. Viel Druck da hinten. Ja, könnte was werden. Da kann er klären, gut aufgepasst. James. Gefährlich. Da zieht er ab. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Cleverly. Troy Deeney. Super dieses Zuspiel. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Gut geklärt vom Torwart. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Nathaniel Chalobah. Ball ist wieder weg. Der Ball kommt hoch rein. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Der erste Durchgang ist rum. Jetzt ist Pause.
Durchgang 2 hat begonnen. Cleverley. Fairer Einsatz hier. Super Pass jetzt. Vielleicht der Anschlusstreffer. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Guter Einsatz, er hat den Ball. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ismail Assar. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Gut gesehen, das war abseits. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Kiko Femenia. Sie geben den Ball ab. Kann er was draus machen? Klasse Pass jetzt. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt sind sie am Ball. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ja, klasse Pass. Jetzt könnte er flanken. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Schön dazwischen gegangen. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Das ist die Chance. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Ball verspringt. Klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Ja, das sieht gut aus. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles.
Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Könnte der Ausgleich werden. Da geht er hin und kann den Schuss auf. Ganz enge Kiste. Er gibt abseits. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel. Will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Das frühe Pressing jetzt. Sie verlieren den Ball. Klasse Aktion da. Guter Volley-Schuss. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Gut geklärt. Das war wichtig. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden sie zufrieden sein. Benzema.